kannst herantreten, siehst ein rostiges Schloss, was wohl daran baumelt. Ja, ich möchte meinen Pylos greifen, einmal kurz auf das Schloss anlegen und dann wiederholt mit brutaler Gewalt darauf einschlagen. Ja, es dauert nicht lange. Nach dem zweiten, dritten Schlag zerspringt es dem Titanium, was leicht orange leuchtet, nichts standzuhalten. Spürst wohl auch, wie die geisterhafte Klinge darauf reagiert, die du in deinen Händen führst, dass das Innenleben, diese Essenz, die du da rein beschworen hast, scheint wohl auf das Geisterschiff zu reagieren. Und dann kannst du auch die Ladeluke öffnen, einmal zur Seite schieben mit einem ächzenden Klappern und einem geisterhaften Kratzen. Kannst du sie aufschieben und dann ins untere Ladedeck blicken. Ja, ich würde noch einmal den anderen zunicken. Kommandant Boltax, wir haben die erste Luke geöffnet. Herausragend. Dann überlasse ich euch die Ehre, zuerst einzutreten. Wir kommen nach. Ja, natürlich. Und dann würde ich in die Luke nach unten gehen. Ich würde tatsächlich einen Flimflam zaubern, der über mir schwebt. Und ja, ich würde mir dafür Zeit lassen, sodass wir Initiative. Für den Fall... Okay. Ich hab's irgendwie geahnt. Und zwar von euch allen. Alle? Alle. Okay, sehen wir uns die Stabinitiative an, ne? Gilt unsere noch oder neu würfeln? Ich benutze meine auch weiterhin, dann könnt ihr eure auch benutzen. Ich bin bei der 21. Oh ja! Okay. Das ist das Minimum. Ich bin nicht sicher, ob jemand in dieser Gruppe überhaupt schon mal so wenig Inni gewürfelt hat. So, ich habe unten ein Initiative-Brett, da könnt ihr euch mal draufziehen. Die Geister sind auf der 21 und Rudon von Daboni hat eine eigene Initiative. 16. Was, Jalan, wenn man ihn braucht? Der hätte den Typen weggeklatscht und wir wären längst schon wieder auf dem Heimweg. Hähnchen, ich entschwör denen alles gut. Ich hab immerhin 3 auf Geisterbahn. Pentagramme? Kann ja gar nichts schiefgehen. Nein, ich hab den Geisterbahn. Ja, aber Pentagramme? Haben wir Pentagramme? Ja, dauert doch Ewigkeiten. So lange dauert ein Pentagramm nicht. Achso, ich hab meinen Ringzauber Macht des Lebens. Ich komm hier safe raus. Nimmst du mich mit? Du musst nur kuscheln. Junge, ich kuschel alles an, was du willst. Okay. Dann, wenn ihr euch auf der Liste angeordnet habt, Lahalkash, Kohlrab, achso, Lahalkash ist gar nicht da. Marcheska Paligan, ich führe die alle auf der 16, auf der 17. Das ist gut. Serpentilio, 10, was willst du tun? Mit den Knien schlottern, mit meinem Stab wackeln und abwarten. Okay. Also ich möchte mich orientieren, komm, wenn ich sonst nichts tue, 2 Aktionen in die Probe. Ja, Boltax, du wolltest dir Zeit lassen beim Flimflam, korrekt? Genau. Gut. Ich würfel den Flimflam trotzdem. Das Schöne ist ja, dass ihr sowieso noch nicht wisst, dass ihr angegriffen werdet. Eben drum, also von daher, so what, ne? Aber ich würfel den Flimflam mit einer 3er Erleichterung trotzdem mal und gucken wir mal, wie es dann aussieht. Ja, vertane Chance, uns zu überrumpeln. Ja, also mit 17 über. Ja. Das Ding ist sonnenhell. Das ist für die Geister kein Problem. Ja, aber es bringt uns vielleicht was, wenn wir nach unten gehen und Sachen sehen wollen. Ja, das auf alle Fälle, ja. Okay, also dann, deshalb habe ich es ja gemacht. Nach Boltax, Abelmir 17. Die Frage ist es immer stockdunkel oder ist es, wie sehen wir? Also du stehst jetzt in der Kapitänskajüte, über dir gibt es natürlich noch ein Licht, wenig Licht, was von oben reinfällt, weil da einfach neblig verhangen ist, ja. Also es ist halt nebelgrau hier drin. Gut, dann würde ich mir eine Aktion die Stabwerke anzünden. Ja. Und weiter in die Dunkelheit vordringen, dem Schrei nach. Mhm, kam von unter euch. Rafim. Du springst nach unten und siehst dort einen geisterhaften Krieger, der in seinen Händen ihre Gnaden Ithilios hat. Er ist nicht bei Bewusstsein. Du kommst zu früh. Knurrt er dich an. Es tut's. Ich möchte tatsächlich mal Götter und Kulte würfeln, um einfach mal rauszufinden, was weiß ich eigentlich über Geister, weil ich weiß nichts über Geister.
Okay, minus 4. Sagen und Legenden, Geister. So. Geister sind sehr unheimlich. Du kennst natürlich die Geschichten. Im alanfanischen Boran-Glauben gibt es das ja gar nicht so sehr stark. Da sind es dann ja vor allem die merkwürdigen Ritualplätze von den Mohahas, die mit ihren Tabus bestraft sind, wo man nicht hingehen sollte, und irgendwelchen ja merkwürdigen Wesenheiten, die auf den Bäumen sitzen, aber mit Geistertrirem kennst du dich wirklich nicht aus. Ja, dann ist das jetzt Patentlösung A, die wäre angreifen. Das okay. Mache ich jetzt auch. Gut, er zieht vor. Das habe ich mir gedacht. Und zwar möchte er einen Meuchelangriff auf Ithelios starten. Oh, das ist bad. Bad für Ithelios, würde ich sagen. Oh, ich glaube, der trifft nicht. Natürlich. Ja, Ithelios ist ja, der ist ja bewusstlos. Kann sich nicht wehren. Das ja, aber ist Meucheln nicht erschwert? Nein, das erleichtert um 8. Genau. Okay, er hat aber keine Ansage gemacht. So, das ist cool. Es sind trotzdem automatische Wunden und eine Rüstung vorbei, auch wenn er die nicht trägt. Ja, aber nur ins linke Bein. Und andererseits ist es nur Ithelios. Ja, der Schaden wird ausgewürfelt und verdreifacht. Ja, aber nur ins linke Bein. So, es könnte schlimmer sein. Wieso ins linke Bein? Ach so, weil du das gewürfelt hast. Weil du, wenn du keine Ansage machst, musst du einen Treffer zur auswürfeln. Ja, okay. Und Ansagen kosten Punkte. Und wenn sie Punkte kostet, verfehlt er seine Probe. Genau, es könnte wirklich schlimmer sein. Es könnte Angrosh Minya sein. Mhm, genau. Die ist ja noch nicht tot. Also ich ganz ehrlich, ich werde diesen Satz nie wieder sagen, aber lieber Angrosh Minya als Ithelios. Okay, also ich mache eine Aktion Position, sind drei Schritte, beziehungsweise. Ich sehe den Geist übrigens nicht, kann natürlich sein, dass es Absicht ist, aber ich sehe da nichts. Da. Ich überhaupt nicht. Oberstleutnant Maus. Oh, was ein braver Junge. Ja, dann kannst du einen Sturmangriff machen oder irgendwie Aktion Position auf ihn zu. Er hat natürlich Ithelios als ein Schild vor sich und pariert mit Ithelios. Gezielter ja. Schlag? Gezielter Schlag, oder? Auf einmal gibt es halt manchmal. ja, ich traue mir selber zu, an dem vorbeizuschlagen, was auch immer das für eine Erschwernis ist. Ja, macht eine Finte. Also, weil er macht halt Parade raufen, ist es im Prinzip. Wo hat der Ithelios denn hängen? An seiner Schildhand. Er rauft halt mit ihm. Also, den Schwertarm anzugreifen wäre eine Vierer-Erschwernis. Okay, dann greife den Kopf wäre auch an. Eine Viererschwernis. Dann greife ich. Ach doch, dann greife ich den Kopf an. Ich habe ja auch gesagt, ich greife Köpfe an. Und dann mache ich da noch eine Einer-Finte mit rein. Weil, komm, kein Geiz. Wie gesagt, er pariert mit den Tilio. Oh, 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 Junge. Aber kein Patze. Ja. Mach mal Schaden. Ja, warte. Ist auch. Nee, das ist kein. Oder das. Warte. Wo treffe ich Ithelios? Du hast den Kopf angesetzt. Achso, Ithelios, ja, okay. Ja, dürfte ja schon zwei Wunden haben. Mhm. Du hoffst, dass das niemand gesehen hat. du bist als erstes unten im Deck verschwunden und du siehst wohl, wie sich Oberstleutnant Maus so ein bisschen in die Schatten hineinwirft, mit Ithelios rumruckt. Du treibst wohl beim Stoß auf ihn, treibst du wohl den Säbel von Oberstleutnant Maus weiter in den Körper von Ithelios rein. Und macht ihr noch ein, zwei Schritte weg von dem Sprungloch, durch das du gerade eben gekommen bist. Dann nach Rafim, Maciska Paligan und Kohlraab. Die machen beide ein Guardianum, den sie gegen Zauber, gegen Geister, sie können gegen Geister wirken, ne? Nein. Nur gegen Dämonen? Ja. Es gibt keine Guardianum-Variante gegen Geister. Dann machen sie ihn gegen Zauber, glaube ich. Dann machen sie nur ihn für gegen den Zauber, ja, richtig. Weil die können zaubern. Machen sie gegen Zauber. Zwei Guardianum. Und zwar nicht in der persönlichen Variante, sondern in der Kuppel-Variante. Die wird die Bordmagier auf Abel mir danken. Die Geister springen, oder was heißt springen? Entweder sie materialisieren sich oder sie erscheinen eben vom Nebel verborgen direkt vor euch auf dem Schiff. Es sind viele. Und dann schauen wir einfach mal. Die mundlose Frechheit greift Voltax an, der Geisterpirat Ansven auch und Alrik und Belrik. Dann haben wir noch Kniftenkalle. Und Kniftenkalle? Die Schädelmaske, der Knochenvogt. Sie machen allesamt ihre ersten Bewegungen. Vergiss nicht Knüppel, Karl. Und vergiss nicht Zündschnur Topé. Pfeifenschumbi. Sie
fangen erstmal an mit 1, 2, 3, 4, 5. 5 Angriffen auf 3 Personen sind 10 W20. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Leute treffen. Sorry, wer greift wen an? Ja, ich bin mir auch gerade also unsicher. Ich fange an mit Boltax. Die ersten 1, 2, 3, 4 Würfel sind für Boltax. Okay, da ich sowieso zaubere, kann ich ja nicht parieren. Ja, du kannst aufhören zu zaubern und zu verwirren. Ja, es ist mir schon klar. Aber ich werde ja überrascht. Also, haben die vorgezogen? Nee, die haben nicht vorgezogen. Warum sollten sie? Dann ist Boltax Zauber aber in seiner ersten Aktion in der 16 schon durchgegangen. Du lässt dir Zeit, nein, oder? Ich habe mir Zeit gelassen. Weil ich habe meinen Zauber angesagt, bevor wir in die Initiative gekommen sind. Ja, okay, sorry, also, weiter. Deshalb, richtig, es stimmt. Es wäre natürlich mein Ziel, Boltax zu schützen, aber es sind so viele, dass wir jeder Einzelne genug Gegner abkriegen, oder? Also du bekommst zwei ab, ja. Warte mal, Maceska kann, die Guardianum dauert wie viel? 2 Aktionen, ne? Kommt verkürzt, dann macht Maceska, nimmt dir 2 ab und Magister Kohlrab nimmt zumindest 1 ab. Also ich kann de facto nichts machen, wie gesagt, ich würde alles fressen, was hier jetzt kommt. Dann kann ich Boltax noch einen abnehmen oder so? Ja, dann hast du 3. Okay, dann schubst Boltax mal so ein bisschen weiter weg und dann kriegst du 2. Aber dann kriege ich trotzdem den mit der Kritte. Also. Den kriegt Kohlrab ab. Oh, okay. Na gut, Kohlrab. Also, nicht schade. Ich hätte ihn ansonsten genommen, weil ein fürs Team einstecken, das mache ich schon mal. Aber, na komm, ich bestätige den auch nochmal. Alles klar, er ist bestätigt. Dann nimmst du den. Ja, finde ich fair. Sind 9, sind 18 Ausdauerverluste. Ja gut, habe ich kein Problem mit. Ich habe ein bisschen mehr Ausdauer. Ja, und du kriegst aber noch einen. Ja. Nochmal 9. 9. Also 27 insgesamt. In der ersten, also mit dem ersten Hieb, ja. So, dann die 13 und die 7. Maceska. Ich hab 42 Ausdauer. Also. Frage, zählt Ausdauer über Konstitution? Hä? Ausdauer, du meinst, damit du ohnmächtig wirst? Nee, in diesem Fall nicht. Okay. Habe ich aber auch eben gerade schon auf dem Schirm gehabt. So, 13, 7, 20. So, dann bekommt. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist eine für Zulamin. Und 3. 3 Stück, die Zulamin verteidigen müsste. 3 Stück. Also 3, die treffen. 3, die dich jetzt treffen, ja. Ja, dann probieren wir mal 3 Paraden. Ist alles gelungen, ne? Ja. Und dann schauen wir uns nochmal Maceska an. Die hat natürlich wieder ihren Stab und pariert auch. Die anderen geisterhaften Treffer klacken dann gegen den. Ne, treffen nicht gegen den Guardianum. Aber die anderen Geister fangen an zu zaubern. Und zwar könnt ihr jetzt sehen, wie sich all das, was sich irgendwie lose um euch herum bewegt, irgendwelche Anker, Taue oder so etwas, irgendwelche metallenen Ratschen, die sich dann anfangen, wie von Geisterhand zu bewegen. Boltax, du erkennst den Motorikus. Und das sind viele. Sie greifen also auch durch den Motorikus fern an. So, dann. Ihr seid dort und über euch könnt ihr sehen, wie der Steuermann nach unten springt, durch das Loch hindurch. Und Rudon von Dabronia, der Knochenadmiral, der wieder auftaucht und euch ebenso angreift. Und zwar, Rudon von Dabronia erkennt Abelmir, wird also Abelmir angreifen und der Steuermann greift Diamantis an. Diamantis, was hast du für Waffen? Ich trage in meiner rechten Hand meine goldene Ballestrina und im linken Arm das Bandschwert von Serpentilio. Okay, dann. Beides magische Waffen, würde ich sagen. Beides mal getroffen mit dem Steuermann, einmal kritisch. Schauen wir mal nach. Okay. Ja. Ey, wir kritten hier aber wirklich ziemlich häufig heute, ne? Wir? Weil ich viele Würfel habe.
Lieber Spielleiter, stellen Sie bitte jetzt das Kritten ein und kann ich dann Würfelmakro für meine Donnerstagsrunde kriegen? Ich bräuchte das da. Ich habe einfach viele Würfel. Ich muss im Raufen parieren, aber da muss eben im Raufen parieren. Das wäre das eine Mal. Ich habe nicht angesagt, das für den Crit, und der Crit wurde auch nicht als erstes gewürfelt. Also ist das die normale Attacke, und der Crit pariere ich auf die 10. Das ist mir dann 9 ebenfalls geschafft. Gut. Weiß nicht warum. Achso, halbe Parade, ja, ist okay. Warum hast du noch plus 2 eingetragen? Hast du noch eine Wunde eingetragen? Richtig, eine Wunde ist eingetragen, aber das ist dennoch geschafft, denn erst einmal möchte ich natürlich die Wunde ignorieren, und zweitens, ich bekomme durch hohe Initiative noch eine Erleichterung, also okay, ich pariere effektiv auf die 20. Alles klar, passt. Das war der Steuermann, und dann habe ich aber noch Rodon von Dabon hier, ich muss gerade mal nachgucken. Womit schlägt der zu? Der hat ein Schwert, hat hier 18 Parade, 19, 1W6 plus 5. Er hat einen für den Kampf ignoriert. Ich meine, er steht schon irgendwie neben mir. Aber wie er trifft. Gut, ich würde dann parieren mit dem Säbel. Ja, es pariert. Im Gegenzug, ist vor mir dran. Ist das schon die normale Kampfrunde oder war jetzt eine total eingeschobene? Das ist die erste Kampfrunde, ja. Gut. Wer ist jetzt dran? Du hattest ja deine Aktion schon gemacht, ne? Ich habe noch gar nichts gemacht. Doch, auf der 17. Wir sind ja gerade auf der 21. Du hast also deine Aktion, hast du schon alle durch. Attacke oder sowas, kannst du also nicht weiter. Ich hatte nur meinen Stab entzündet und zur Fackel gemacht. Ja, aber du kannst ja nicht weiter. Du nichts vom Kampf, das heißt, du hast noch eine Reaktion. Du hast eine, du hast die Stabfackel angezündet, das dauert eine Aktion, und eine Reaktion hast du noch. Damit darfst du parieren. Die mit der Parade hast du ja auch gemacht. Gut. Gut, dann sind die Geister und der Knochenadmiral durch. Diamantas, du hättest noch eine Aktion, oder? Kann das sein? Nee. Doch. Nein, stimmt. Ich habe zweimal pariert. Habe ich nicht. Zweimal pariert? Hast du dann deine zweite Parade nochmal plus 4? War das nicht so? Du hast vollkommen recht. Damit ist sie nicht geschafft. Damit hast du einen Schaden gegeben. Genau, damit ist es ein 1W6 plus Schade. 1W6 plus 3 sind 4, mal 2 sind 8. 8 Ausdauerverluste. Ist Trefferzone wichtig? Zählt da Rüstung? Nee, es zählt keine Rüstung. Es sei denn, deine Rüstung ist magisch. Ist sie. Oder geweiht. Die auch nicht. Kommt noch. Kommt noch. So, Dabonia ist auch durch. Zulamin darf. Zulamin hat dreimal pariert und ist deswegen nicht mehr dran. Gut, nächste Kampfrunde. Wir beginnen bei 15 Serpentilio. Lass mich erstmal Selbstbeherrschung gegen Totenangst proben, ja? Und dann, das ist nämlich nicht geschafft. In diesem Fall werde ich, denke ich, einen Schritt gewürfelt. Götter verflucht ist, sorry. Wird genau auch die ist nicht geschafft. Bei mir wäre das sogar ein Patzer. Entsprechend hebe ich den Stab hoch, um ihn zu hauen. Dann schlägt er mit seinem Säbel nach Abel mir. Tilo verliert die Nerven und stolpert irgendwie zwei, drei Schritte zurück, fällt fast auf den Hintern. Ja, dann wird Zeit, dass du aus der, gar nicht. Zeit, also ich möchte Zeit, dass du aus der Kajüte läufst. Ja, ich möchte mich erstmal aus dem Kampf lösen. Ich denke, das ist für diese zwei Aktionen fair, oder? Lauf doch aus der Kajüte raus, los hier. Dann krieg ich aber einen Passierschlag. Ja, aber ja, panisch denkt man da ja nicht dran. Mach doch panisch los, hau raus. Ich hab die Probe nicht geschafft, du hast recht. Es geht aus der Kajüte raus. Mhm. Du siehst, warum ist das Steuer dir, unter Deck? Du siehst ich vor dir erst weitere Geister. Obermarkt wortlos und den Horasier, der vor dir auftaucht. ja, das ist deine Probe gewesen. Im Prinzip machst du sonst nichts weiter, oder? Ich drehe mich schon mal um, direkt wieder reinzugehen. Ja, alles klar, Boltax. Ja, also ich bin jetzt mit meinem Zauber durch. Ich habe ziemlich viel Ausdauer verloren, also 27. Ich würde ganz gerne einmal Luft holen. Wie funktioniert denn das, um Ausdauer wiederherzustellen im Kampf? Ich habe das, glaube ich, erst ein einziges Mal gemacht. Das also machst du innerhalb einer Aktion. Du musst eine Aktion aufwenden und du bekommst Konstitution Ausdauerpunkte wieder zurück. Du kriegst darüber, glaube ich, auch einen Erschaffungspunkt. Genau das. Okay, alles klar. Ist in Ordnung. Dann habe ich aber auf jeden Fall schon mal wieder 15 Ausdauerpunkte zurückerlangt. Also, das ist schon in Ordnung. Und dann würde ich in der zweiten Aktion... Ich meine, ich habe ja hier die mundlose Frechheit vor mir, oder?
Du hast die mundlose Frechheit vor dir, ja. Ja, mundlose Frechheit vor dir, ja. Ja, den würde ich gerne mit meinem Dolch stechen. Mit meinem Titanium-Dolch. Ganz normal, ohne irgendeine Ansage. Ja. Ich will erstmal gucken, ob das überhaupt was bringt. Also, schauen wir mal. Das wäre getroffen. Ja. Er pariert nicht, weil er ist ein Geist. Und du siehst, wie geisterhaftes Ektoplasma an deiner Titaniumklinge verdampft. Reaktion. Damit bin ich durch. Und über mir ist natürlich strahlend helles Licht. Ja, also über mir steht eine Sonne. Aber mir 17. Ja, ich würde die angreifen. Verräter! Nach ihm schlagen. Ja, er versucht zu parieren, denn er ist im Vergleich zu den anderen kein Geist, sondern nur ein Untoter. Du kennst dich aber auch nicht so sehr gut mit Untoten aus. Er ist ein Verlorener. Hat also auch noch seinen Körper. Keine Sorge, ich regel das. Er hat nicht den Verlorenen, den regelst du nicht. Und damit, damit ich den gleich schon vorziehe, würde ich tatsächlich auch mal eine Finte 5 gegen Abelmir ansetzen. Getroffen. Gut. Auch der kann mich nicht angreifen, wenn ich die Macht des Lebens wirke. Hoffen wir es mal. Nee, kann er nicht. Ja, der Motorik, was könnte da helfen? Okay. Ja. Pariere sein Säbel, Schwert. Ein Schwert, genau. Ein Offizierschwert. Zum Boden ab. Alles klar, Rafim. 17. Ich möchte ganz gerne mit Oberstleutnant Maus vorziehen und er möchte weiter Aetilius aufschlitzen. Ja, hat ja bisher gut geklappt. Hat wirklich gut geklappt, ja. Er ist auch weiter bewusstlos und rammt seine geisterhafte Klinge, seinen Säbel immer wieder und immer wieder in Aetilius hinein. Will er den nochmal meucheln? Ja, ja. Okay, warte, ich würfel dir eine Trefferzone. Arm diesmal. Ja, also er greift doch nicht dich an. Mach mal Damage. Mach mal Schaden. Wird verdreifacht, hat der Hage gesagt, ne? 6 mal 3, 18. Also, entweder ist Aetilius jetzt ziemlich. Können die überhaupt meucheln? Ich meine, dieser Ausdauerschaden scheint ja irgendwie keine wichtigen Organe angreifen zu können, sondern eher generalisiert zu sein. Ja, warum soll er nicht meucheln können? Den Grund, warum ich dich das frage, habe ich dir gerade genannt. Regeltechnisch kann er es. Ja, okay. Wie sieht Aetilius eigentlich? Sieht der. Habe ich das Leichen gefühlt? Blass. Okay, der ist tot. Er schläft. Also er blutet auch nicht. Also höchstens durch die Wunden, die du geschlagen hast. Durch die 28 Schaden, glaube ich, die ich ihm gemacht habe. Da auf alle Fälle, ja, richtig. Also es gab auch ein ekelhaftes Knacken, aber davon ist er nicht wach geworden. Und du siehst, wie dich Oberstleutnant Maus anknurrt mit seinem zähnigen Skelettmund und noch etwas braun wie der Bohrangeweihte muss sterben. Dann, Rafim, du darfst. Ja, ich würde nur antworten. Liebe nicht so sehr, dass du es nicht sterben sehen kannst und dann angreifen. Ja, er pariert wieder mit Aetilius. Ja, du, ne? Bisschen Schrott ist immer. Den pflück ich dir wieder zusammen hinterher. Keine Sorge. Teriyak macht bereit. Ich mach mal eine 5er Finte. Muss ja gucken, ob er das pariert. Er pariert mit Raufen und zieht wieder Aetilius in den Schlag. Kriegt er nicht eine Erschwernis, weil Aetilius unhandlich ist? Ja. Was hat er denn? Hat er dann mit der 5er Finte wirklich noch pariert? Na dann nicht. Mit der 5er Finte nicht mehr, nein. Okay, dann mache ich einmal Schaden. 18? Das reicht nicht ganz, weil er noch keinen Schaden hat. Und dann möchte ich ihn nochmal angreifen. Okay. Weil. Und jetzt kann er ja auch nicht mehr parieren. Genau, er ist ein normaler Geist. Dementsprechend drücke ich ihm noch einen Einer-Wuchtschlag plus die Umwandlung. Ist auch wieder eine plus 5. So. Du hast getroffen, dann reicht das aber auch. Egal, was du würfelst, damit ist er tot. Und er vergeht. Oberstleutnant Maus vergeht in geisterhaftem Ektoplasma und Aetilius bricht auf den Boden. Von den anderen siehst du noch nichts weiter. Die sind noch nicht durch das Loch gesprungen. Zustand. Tot. Hoffentlich bleibt er tot. Gut, das war Rafim. Die anderen Geisterkrieger sind dran. Und dann mache ich erstmal eine Motorikus-Attacke auf K-
Kohlraab, auf Marcesca Paldigan. Die haben zum Glück ihre Guardianum-Schilder aktiviert. Fährst kein Motorikus ab. Du kannst aber mit deiner Geisterhand da nicht durchgreifen. Klar kannst du. Kannst du? Motorikus ist Merkmal Bewegung. Ja, und Bewegung wird von Guardianum nicht gehalten. Verdammt. Ja. Auch wenn du ein Zauberschild hast? Ja, auch wenn du ein Zauberschild hast. Zauberschild hilft nur gegen Einflusseigenschaften, Kontrolle und Herrschaft. Gut. Und Schaden. Schaden kriegt sowieso der normale Guardian. Da brauchst du kein Zauberschild für. Ja, ich wollte es nur prinzipiell gesagt haben. Dann stürmen jetzt. Aber sie können ja parieren. 1, 2, ja, jetzt stürmen zumindest zwei geisterhafte Gegenstände aus Eisen auf die beiden Magierinnen ein, die jetzt versuchen müssen zu parieren und haben dann keine Hände mehr frei, um für Boltax und für Zulamin anzugreifen. Paligan wird es nicht schaffen. Bekommt also irgendeinen Enterhaken oder sowas, das bekommt sie ins Gesicht geschlagen und torkelt einen halben Meter zurück.